Wer von uns hat noch nicht den Gedanken gehabt, dass Engel ihm geholfen, Schutzengel ihn begleitet hätten? Während die Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten das belächelte, mehrt sich heute die Meinung, dass es Dinge gibt, die jenseits unseres Erkenntnishorizontes liegen und zu denen auch die Engel gehören. Die Physik des 20. Jahrhunderts hat viele Ergebnisse gezeigt, die mathematisch berechenbar, mit unserem Welthorizont aber nicht verständlich sind. Dazu gehört zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Würden wir auf einem Lichtstrahl durch das Weltall rasen, so bliebe die Zeit für uns stehen. Wir wären zeitlos, ewig. Wenn zwei Teilchen verschränkt sind, dann können sie Lichtjahre voneinander entfernt sein, sie werden aber trotzdem untereinander kommunizieren. Die Beobachtung des einen Teilchens kann das andere verändern bzw. verändert das andere. All das sind Phänomene, die wir nicht verstehen, die aber trotzdem existieren. Möglicherweise gilt das auch für die Engel. Es gäbe sogar in der Physik ein Pendant zu den Engeln, nämlich Lichtquanten. Pendants zu den Lichtgestalten der Engel, nämlich die Photonen. Photonen haben keine Ruhemasse, das weiß man und das kann man physikalisch bestätigen. Auch Engel sind stofflose Wesen. Photonen unterliegen nicht der Zeitrechnung. Für sie existieren Zeit und Raum nicht, genauso wie für die Engel. Photonen sind reine Energie. Auch Engel sind reine Lichtgestalten. Und Photonen kommen aus dem Hintergrund des Weltalls, genauso wie Engel, von denen man sagt, sie seien himmlischer Herkunft. Bereits Astrophysiker haben darauf aufmerksam gemacht, dass es intellektuell redlich ist, einen Vergleich zwischen Photonen und Engeln herzustellen. Und das bestärkt oder soll all jene bestärken, die an Engel glauben und die von diesen Engeln sich Hilfe erhoffen.